Ein letztes Mal will Bernhard Happ seine Mercedes-Schätze noch sehen, bevor er sich endgültig trennen muss. Seit mehr als 30 Jahren sammelt er die Autos mit dem Stern. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, greift er zu. Doch jetzt, mit 81 Jahren, ist die Zeit gekommen, sie in gute Hände abzugeben. Ach, es fällt mir schon sehr schwer. Allerdings, nachdem ich gesundheitlich und meinem Alter entsprechend auf die Knie gegangen bin oder hingefallen, habe ich dann gedacht, ich schaffe das doch nicht mehr und mein Sohn auch nicht, dass wir die restauriert bekommen, wie es geplant war. Und dann blieb ja nichts anderes übrig, als den Entschluss zu fassen, die Autos abzugeben an Leute, die ernsthaft auch restaurieren wollen. In der versteckten Scheune mitten im Bergischen Land stehen Autos, nach denen sich Kenner die Finger lecken. Die ältesten Fahrzeuge stammen aus dem Jahr 1947. Nach 1974 wurde keins gebaut. Die Jungs von V-Classics holen heute die komplette Sammlung ab. Sie sind von den 22 Raritäten schwer beeindruckt. Wahnsinn. Also genau die Fahrzeugmodelle, die uns am meisten Spaß machen. Viele Coupés, die einfach jetzt auch in den heutigen Zeitgeist passen. Lang, groß, schöne Motoren, zwei Türen, vier Sitze. Und dachten, das ist ein sehr, sehr schöner Fund für uns. Denn man kann jetzt einzelne Fahrzeuge aus den USA problemlos holen oder in Japan einen Porsche kaufen. Aber in der Gänze und in der Summe, dass es so perfekt passt und nicht zig Fahrzeuge dabei sind, von denen wir eher die Hände lassen, ist sehr selten. Die Mercedes haben zum Teil seit 30 Jahren gestanden, wurden keinen Meter bewegt. Die Profis müssen nun ein Auto nach dem anderen aus der Scheune holen. Nach der langen Zeit haben die Oldtimer Standschäden. Hier ist einerseits Fingerspitzengefühl nötig, andererseits auch eine gewisse Robustheit. Und manch einer fühlt sich an die Kindheit erinnert, als Schatzsuche noch Alltag war. Wir sind begeistert, als wir so die ersten Kofferräume geöffnet hatten. Wir haben es noch gar nicht geschafft zu sichten, was über diesen 500 Liter Ladevolumen da noch sich drunter verbirgt. Wir haben nur unendliche Kombi-Instrumente gefunden, Chromteile, kleine Zierleisten, alles so eine Sachen, die begehrt sind, die man auch im Originalzustand will, nicht als Nachfertigung. Und ich glaube, da werden wir noch schon ein paar Überraschungen im Positiven sehen. Was sich alles in den Tiefen der Scheune befindet, wird später in Dresden bei V-Classics sorgfältig erfasst. Genau das ist schließlich der Grund, warum Bernhard Happ seine Mercedes an die Männer verkauft hat, obwohl andere sogar mehr Geld geboten hatten. Seine Liebe zu Mercedes entstand vor langer Zeit, als er den Wagen eines Kundens probefahren durfte. Auf unserer berühmten Brühlstraße, die noch sehr holprig war, hatte ich den auf 130. Und das war natürlich für mich ein Hochgefühl. Und seit der Zeit war ich verrückt auf dieses Ding. Auch die Kotflügel sind ja schon gegenüber dem älteren Typ, wie er da hinten steht, sind die Scheinwerfer ja schon eingearbeitet, nicht? Also irgendwie so ein Zwischending zwischen der Pontonform und das ist ja noch die uralte Vorkriegsform. Und die wird, genau wie die anderen Wagen, schon in wenigen Monaten in neuem Glanz erstrahlen. Dann sind die Schätze aus einer unbekannten Scheune irgendwo im Bergischen Land fachgerecht von den Männern bei V-Classics restauriert.